Ein Leder, genau. Wolfi! Hey, was ich hätte. Einfach zu low und beim 92, wenn der dich so beißt, bist du okay, Rippe. Den Menschen skinnen und den Wolf aufheben, ne? Jawohl, wenn du mehr rausbekommst, gönn ich dir. Weißt du? Kein Problem. Aber wärst du jetzt alleine, ja? Wärst du doch theoretisch schon los. Ja. Du müsstest dann jemanden fragen, der vorbeikommt und dich abholt. Das mit dem Zelt ist ein Scheiß. Du brauchst was anderes. Oh, Schwein! Ein HP! Help! Schwein, bleib stehen! Alter, ich geh ins Wasser. Warte, ist doch langsam das Schwein, oder? 107er Schwein gegen mich? Oh Gott. Ein Kopfschuss hat er schon von mir. Hey, warum bittet dich das? Bitte ich das nicht? Zweiter Kopfschuss? Dritter, 148 und 52 Schaden. Alter, was ist hier los? Voll geil! Ehrlich mal, Action-Reno. Du musst das immer sein, ey. Ja. Voll der Überlebenskampf hier. Ja, du. Können wir dir gleich zeigen? Du brauchst so ein Oxid-Ding. Ist das ein toter Wolf hier oder was? Hier ist ein Wolf? Ja, den habe ich eben gerade angegriffen, als du das Schwein gejagt hast. Bei mir ist also der noch komplett. Der wollte dich auch noch angreifen. Ah ja. Ja, ich blute ja. Nein, ich blute nicht. Du musst, ist ganz gefährlich, dir was zu zeigen. Du musst. Moment. Ich habe was gehört. Technikbaum. Müsste Rang 2 sein. Du musst das da bauen. Das da bauen und deine Flasche da rein tun. Schwefel. Befeuer das mit Schwefel. Oxid rein tun die Flasche und füllt es deine Flasche auf. Rang 2 Oxidlösungsmittel. Das erste Oxidteil, da kannst du immer nur dran nuckeln, damit du immer wieder aufgefüllt bist. Ist das aber immer noch effektiver als normales Oxygen einfach so zu nuckeln. Hä, was ist mit diesem Bull? Ich treffe den nicht. Was nicht da, wo er ist. Oh. Ich habe ihn verjagt. Achso, apropos Oxy, ich bin. Alter, die Bäume, die haben's aber jetzt mit meinem Kopf. Ein 97er Wolf im Wasser. Ich habe immer noch ein HP. Scheiße, der kommt nicht zu. Scheiße, noch einer. Ein Schwein! What? Fuck, Schwein, Wolf, tot, Hilfe! Ich kann. Tot! Das kannst du dir nicht geben, ey. Ich bin hier mit 10 HP, glaube ich, rum. Ich brauche mal ein Fleisch, um mich hochzupullen, pushen. Wolf, 20%, Schwein, 100. Genau hinter dir, wenn sich da ein, genau, das noch, genau hinter dir. Ach, der Kerl ist noch weg. Auch tot. Wie auch tot? Vorsicht, nicht alle sterben, sag mal, kein Charme mehr. Was ist denn hier los, Alter? Okay, ich mach mir mal vorher schnell ein paar Pfeile. Entspann dich mal, genau, Fuffi, komm ganz, erst mal ganz her ruhig. Und retz uns. Nee, ja, damit ich auch noch sterbe. Kannst du nicht, bei mir sind halt ganz viele Tiere. Also bei mir ist jetzt gerade ein Schwein und ein Wolf angekommen. Bei mir ist nichts. Alter, was ist denn hier plötzlich los? Ja, erstmal schnell. Geil, Mann. Warum sind denn nicht immer so viele Tiere da? Was soll denn das? Geil, es wäre Mann. So geil, wenn das immer so wäre. Ja, ist voll toll. Okay. Es ist ein dummes Ereignis gewesen, weil ich am Anfang ja mit 10 HP wieder gelandet ist. Ne? Vorsicht, da ist ein Wolf. Wenn du schwimmst, gehst du rechts raus. Links raus. Nach links gehst du. Nach links. Wieso gehst du. Okay, dann mach den Wolf zuerst. Okay, ich dachte schon, du rettest mich halt schnell. Ja, ist unsichtbar. Ja, die sind ein bisschen verbuggt. Pass auf, okay. Ach, du hast ihn ja gestunt. Okay, Glück gehabt. So, der Wolf ist schon mal lost. Okay, jetzt geh Richtung Kapsel, flieg direkt da hinten. Links. Hinten, links. So Richtung hinter der Kapsel. Hinter der Kapsel. Siehst du die fette Kapsel? Hinter der Kapsel, genau, hier zwischen beiden Kapseln. Da liege ich, genau, dankeschön. Ach du Kacke. Und ich liege hier noch weiter. Am Wasser, geradeaus am Wasser. Warte, komm hier nach. Warte, ich retze dich, ich weiß. Ich kann ja auch retzen, wohl. Hier, bitteschön. Lass mich zumindest ein Tier köcheln, ich brauche ein bisschen Fleisch. Nein, das hast du schon wieder. Ich habe jetzt schon. Da liegen noch zwei Schweine. Da vorne kommt ein Bär. Wie kommt ein Bär? Wo? Ne, ist ein Büffel. Ja, du bist auch so ein Bär.
muss erstmal ein paar Lagerfeuer herstellen, damit ich hier essen kann. Muss mich hoch, ich brauche Brot ohne Ende. Ich bin halt schon mit 1 HP in die Mission gestartet, war ein bisschen unglücklich. Das ist ein Wolf. Hast du das Fleisch, kannst du da reinlegen vielleicht? Wollen wir jetzt irgendwo ein Haus bauen? Ne, noch nicht. Wir müssen erstmal hier ein bisschen akklimatisieren hier. Minuten. Okay. Ja, ich möchte erstmal einmal über 30% HP kriegen, kommen. Ja, das schaffst du doch eh nicht. Ja, scheiß Reibe, Anno. Ah, perfekt. Super. Geil, Mann. Action. Ich hätte immer vor, ich wäre jetzt immer... Oh, die zwei Module sind nicht mitgekommen. Schon wieder, die sind wieder verloren gegangen. Ich höre es knurren. Lol, die zwei Module sind wieder weg. Krass. Wer hat den jetzt verscheucht? Sind echt die Module weg oder was? Ich habe den ja diesmal nicht getötet, sondern ich habe... Ach, die sind bei ihm noch drin. Wo liegt er denn? Ich habe ihn ja nicht getötet, sondern ich habe alles, was ich im... im Gürtel hatte, habe ich ihm gegeben, genau. Ich versuche noch HP zu kriegen. Ich gehe nochmal zu dem hinrennen, dann kann ich sie mir nehmen. Geilomat, was wir hier machen. So halbe HP habe ich jetzt schon. Ah, ich habe alles von das der hat. Jetzt habe ich die Module auch. Perfekt, habe wieder alles. Okay. Oxylow. Deswegen war ich eigentlich ein bisschen unterwegs. An der Straßenseite hier. Dass der Baum mich anfängt zu brennen. Ich probiere mit dem Baum zu treffen, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Mich oder was? Nein. Nein. Ich würde doch niemals meine Mitspieler probieren, mit dem Baum zu erschlagen. Nur jeden zweiten. Alter, will der Wolf vielleicht mal sterben? Ja, der ist doch verbuggt in dem. Lauf wieder hin und lass mich töten. Nee, nicht schon wieder. Ja, da verändert seine Hitbox die ganze Zeit, wenn er so wackt. Extrem. Okay, schön. Das ist ein bisschen Fleisch hier. Nur nicht oben hier. Vorstellen. Wie viel Leben habe ich denn? So, wo ist der Ort da hinten? Schau am Ort der letzten. Achso, da sollten wir einfach nur hin und das Ding suchen. Okay. Ich müsste mehrere Spuren finden. Wieder so. Das ist auf dem. Ja, Hügel drauf, glaube ich. Oder hier. Geräusche nicht dauernd. Nee, ist doch kein Bär, oder? So, Leben 90%. Jawoll! Wie so eine leichte Winde. Okay. Schön. Geil, Mann. Wollen wir dann zusammen dahin gehen, oder was? Lieber zusammen? Oder wie machen wir das? Ich warte ja noch, bis ihr sagt, let's go. Damit ich dann auch mal weiß, wo ich hinbauen soll. Theoretisch könnten wir ja nicht. Also hingehen, zumindest. Und noch ein paar Pfeile herstellen. 20. Oh, die Feuer sind kaputt. Nee, ich hab die... Achso, du hast die aufgenommen, ja. Okay. Müll halt weggeschmissen. Ne, ich glaube, die können gar nicht kaputt gehen, die Feuer, ne? Nicht. So. Wir haben noch ein bisschen Ochse mit dem auf dem Weg.
Okay, wohin geht's? Oxy ist eine gute Idee. Hast du mitbekommen, Seele, dass die Pfeile weg sind? Schon, oder? Von Fuffi? Die Pfeile. Ist hochgegangen. Ja. Ja, du kriegst die übrig gebliebenen nicht wieder. Denn du packst sie aus so einem Backerl und dann das Paket schnürst du nicht wieder zusammen. Der ist zu dumm, das auf dem Rückweg wieder zusammenzubinden. Ja. Du hast ja kein Seil im Inventar gelassen. Okay. Das müsste man natürlich jetzt mal ausprobieren, ne? Nee, das ist schmal, das geht nicht, weil du packst das Ding ja aus. Das weiß ich doch. Ach so, okay, ich dachte, alles gut, alles gut. Ja, der hat schon Knochenfälle, weil er alle Tiere geknocht hat. Geknocht hat. Ja, sehe du. Alle, die mich jetzt getötet haben. Hat er geknocht. Ich renne jetzt einfach dorthin. Ja, wo müssen wir hinbauen, damit ich weiß, wo ich mal Weiß ich noch nicht. Wir müssen nichts bauen, wir müssen nur dorthin und... Ja, wie jetzt? Doch, wir müssen dahin und wir müssen ihn auch rauslocken mit Gift, mit da. Ach so, wir müssen das Gift noch bauen, ja. Ja, wir müssen schon ein bisschen aufbauen. Lass uns wenigstens dorthin gehen. Das ist aber nur der erste Punkt. Ach so, das ist der einzige Punkt, genau. Ja, da in der Nähe kannst du aufbauen. Hier ungefähr ist so ein Spot, wo man aufbauen könnte bei Rot. Ich glaube, es ist nur ein Punkt, gell? Müssen wir gleich zu mehreren laufen. Einfach da in der Nähe. So ein kleiner Berg, der hochgeht. Das ist ein kleiner Berg, der runtergeht. Zum Glück geht der nicht hoch. So. Ich nehme schon mal ein bisschen Schwefel mit hier. Da geht es nirgendwo runter. Ja, das ist ein bisschen dort ein bisschen hinten mit der Mission hier. Geht unser Mate jetzt einfach hier oder gut? Aber ich glaube, ich werde da auch eine Runde Schiff fahren gehen. Was, Schiff fahren gehen? World of Warships. Ach so, okay. Ich kenne nur World of Tanks und World of Warships jetzt. Okay. Ganz viele Welten gibt es ja. World of Tanks habe ich früher sehr viel gespielt. Irgendwann haben mir ein paar Updates nicht gefallen. Und da habe ich geswitcht zu World of Warships. Das hat mir mehr gefallen, weil... Hat viel strategisch besser. Und strategisch, oder bin ich drauf? Und wir waren ja neulich bei Containern und sowas, Lootboxen. Ich muss sagen, das Aufmachen macht ja schon so ein bisschen Spaß, ne? Deswegen habe ich mir selbst zu Weihnachten zum Beispiel in World of Warship, kann man ja mal sagen, jeder hat seine Hobbys, habe ich mir. Das ist ordentlich. Ich habe es nicht verstanden, hast du was? Für 1000 Euro Lootboxen. Oh, hey. Okay. Du musst die Spiele ja supporten, ne? Müssen ist halt. Ja, also. Uff, 1000 Euro. Alter. Ja, also nicht nur Lootboxen, ich hab mir ein Premium-Schiff sofort geholt, was man sonst erspielen muss. Über 2-3 Monate. Dann habe ich gedacht, ich mache noch ein paar Container ab. Erst wollte ich nur 100 abmachen, dann sind es 200 geworden. Ja, und am Ende waren es fast 300. Krass. Okay, das ist wild. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dieses Boxen abmachen, das macht ja schon Spaß. Ja. Dieses Gambeln quasi. Mhm. 1000. Aber wie gesagt, man muss bei mir auch immer sagen, Gags, mir geht's ja ähnlich wie dir. Ich kann dadurch, dass ich im Rollstuhl sitze und so, ich kann keinen Urlaub machen mit der Krankheit, nix. Ja. So ein bisschen tut man sich halt da, das ist auch ein bisschen befriedigen. Das Ganze holt man sich halt so zurück. Genau, man sucht sich seinen Spaß und seine... Das ist Kopfsache, es ist immense... Seine Befriedigung
Seine Glückshormone sucht man sich woanders. Genau, das ist Riesenkopf, sag ich mal. Und ich rauche nichts und gar nichts. Und ich habe aber auch gesagt, warum soll ich sparen? Wenn ich an der Krankheit jetzt übermorgen, dummer gesagt, sterbe. Ja, genau. Das klingt jetzt vielleicht auch für viele, verstehen das nicht. Aber was habe ich davon, wenn ich dann 3.000 Euro gespart habe? 4, 5, 6, 7, 10.000 Euro. Mhm. Und dann freuen sich meine Verwandten darüber. Ja, super. Mhm. Dann probiere ich doch lieber mein eigenes Leben davon zu bereichern. Ja, das. Ja, klar. Ich verstehe das voll und ganz, weil ich auch schon oft gedacht habe, jetzt ist reicht, ich habe keinen Bock mehr. Habe ich schon ein paar Mal erzählt. Hey, wo ist denn das hier? Irgendwo war doch hier die Stelle. Ja, ich habe das nur gesagt. Es gibt immer noch sehr, sehr viele, die immer sagen, ja, aber das ist doch total dumm, sowas zu machen. Ach, das ist nicht dumm. Wenn's denn, tu doch lieber hier 100 Subs giften, damit die Scheiße auf deinem Kopf steht. Dumm ist es nur, wenn man sonst sagt, so, ich kann mir was anderes nicht leisten. Und ja, natürlich, das ja. So, das ist auch was ich jetzt nicht so direkt sagen wollte, aber viele, muss man leider auch sagen, die das haten, wenn Leute in solchen Spielen viel cashen. Das meine ich jetzt nicht böse gemeint, aber sind größtenteils auch wirklich Leute, die einfach nur neidisch sind, weil sie es selbst nicht können. Ja, weil das ist doch ganz witzig eigentlich, das zu machen eigentlich. Ein bisschen Kohle, dann sagt sie Hallo, Dankeschön oder er oder sie oder dann schreibt den Namen hin. Das ist doch auch so interagieren, also auch so eine Art Lootbox vielleicht. Und schön. Was ich auch immer sage bei solchen Spielen, die Leute sollen lieber froh sein, dass es eben Spieler gibt wie mich, die dann auch gern mal sagen, ich schaue jetzt hier mal 1.000 in das Spiel. Das sind nämlich Free-to-Play-Games eigentlich und wenn es Leute wie mich nicht gibt, die da den Shop nutzen, dann gäbe es das Game nicht. Genau, das habe ich gesehen in diesem Dokumentation, dass irgendwie 1% oder so das machen oder 3%, ich weiß nicht, ganz gering. Finanzieren das Free-to-Play-Game. Genau, sonst würde es nie existieren. Genau, die drei Leute, die zu den 3%, wo ich dazugehöre, die sind die Leute, die den ganzen Free-to-Play-Spielern das Spiel ermöglichen. Nur deswegen können sie überhaupt Free-to-Play spielen. Aber so Deep Thinking ist das ja schon fast. Ja, aber ich find's manchmal traurig, dass die Leute nicht so ein bisschen deeper könnten, manche echt mal denken. Muss ja nicht. Ist nicht so schlimm. Stell dir vor, wenn es jeder machen würde. Ja. So, und hier sollen wir jetzt eine Hütte hinbauen. Achso, wollte gerade sagen, suchst du immer noch die Stelle? Okay. Ja, ich bin hier neben irgendjemandem, der hier mit dem Bogen rumballert. Das bist du sogar. Jetzt sag mir, wo baue ich hin? Hier? Wo muss jetzt hier die Höhle des Tiers sein? Ist hier hinten? Du darfst den töten, ne, bevor der mich tötet. Aber ich habe nur nicht getroffen, weil er dich... Nee, die Höhle des Tiers ist da hinten. Ja, ich hab's auch bei dem Hirsch gesehen, dein Atem. Wir müssen noch mal ganz woanders lang. Ja, wir müssen noch ein paar Mal spazieren gehen. Zweite und dritte Spot ist es. Ja, übrigens, ein Wolf kommt selten alleine. So, nimmst du ihn gar nicht, okay? Nö, ich hab hier den. Lassen, du warst hier eh gerade am Abbauen. Also hier nicht immer noch kein Haus hin. Ja. Nee, also wir müssen noch Positionen suchen und dann dahin. Man muss schon ein bisschen spazieren gehen hier, so ist er nicht. Das ist halt normal. Blau, grün, okay. Hier hat was geknurrt. Mit einem Schuss nicht mehr da, mit den Scheißknochen fallen hier. Aber die richtig, die Hardcore-Mission hier. Steinpfeile. Ja. Da wäre ich echt vorsichtig sein, wenn ich mal wieder ein bisschen alleine spiele. Da kann es einen schon jetzt echt relativ easy hoppen. Alleine muss man richtig aufpassen. Ja. Das wird nicht sterben. Das ist halt schwer, wenn du dann drei Wölfe hast oder so, oder ein Wolf und ein Schwein. Wirklich, aber darf man, wenn man einen Schlafsack hat, dort aufstehen? Du darfst nie aufstehen. Das war's. Einmal tot. Für immer. Der schaut alles weg. Kann ich machen, außer wenn du die Nacht überspringen willst. Das ist halt zu gefährlich, finde ich. Wenn du, selbst wenn du einen Bär angreifst, kommt meistens ein Schwein dazu. Sehr oft. Das Tag-Team kommt immer, ne? Also ja. Schwein, Bär, Wolf. Das ist immer so, ja, ganz denn, oft schon. Denn der Bär ruft die anderen anscheinend. Das ist immer so, wenn ein Bär kommt, kommen. Die rufen safe. Sich alle gegenseitig. Auch wenn du ein Schwein mit einem Pfeil nicht tot kriegst und da steht ein Bär daneben, kommt auch der Bär sofort. Okay. Ja, deswegen muss man gucken. Deswegen ist halt Hardcore, finde ich, so alleine so ein bisschen. Ja, mehr auch erhöhte Akku-Range, das ist natürlich auch nochmal, dadurch kommen auch schneller Viecher, ne? Ja. Und ich hatte keine Lust, das den Char komplett zu verlieren. Muss ja nicht unbedingt sein. Weil ich spiele das nicht noch ein. Dann wär's mit dem Spiel das halt. Wäre auch nicht so schlimm.
gibt da Millionen andere, aber ich will halt den Progress, den ich halt habe, möchte ich auch behalten. Und ich spiele das halt nicht nochmal. Das weiß ich. Ich spiele das Spiel weiter, aber nicht nochmal von Anfang. Ich möchte den Char, den ich von Anfang an quasi das Spiel kennengelernt habe und mit dem ich die Abenteuer erlebt habe, das ist der Main Char, egal wie er verskillt ist oder nicht. Und das war's. Ob ich jetzt noch einen zweiten mache für die 30-Tage-Mission, ist was anderes. Aber der Char, der wird ewig bleiben, wird er nie löschen. Dazu habe ich mich zu sehr damit beschäftigt, dazu sehr den Char gebunden. Wegen der Zeit allein schon, die 150 Stunden. Das ist eine emotionale Bindung, ja, zu dem Pixel-Char. Na klar. Na klar. Sicher? Ist auch zu jedem Diener, den ich in Ark gezähmt habe. Und die sind alle weg. Ja, die sind eh alle weg. RIP. Hast du lange getraut? Über die ersten zwei habe ich aufgeregt und dann nicht mehr. Hast du auch auf dem Balkon so einen kleinen Blumenkasten gemacht, wo überall für jeden Dino ein kleines Holzkreuz drin steckt? Ja, bin ich denn besoffen? Ich meine. Also du machst danach in World of Warships Lootboxen auf, oder was? Nee, habe ich schon aufgemacht. Ach, du hast schon alle aufgemacht? Die sind schon alle aufgemacht. Schade, jetzt wäre ich gerne dabei gewesen. Das wäre Content gewesen, ne? Naja, ach, ist egal, was ich zeige. Es kommen immer nur zwei der Leute. Ich hatte selber überlegt, ob ich das auf YouTube stelle. Das quasi das Opening, aber... Ich hätte es halt gern live gesehen, damit du mir das zeigst und sagst. Ich kenne das halt nicht. Ich kenne nur FIFA. Das war's. Das Einzige, was ich kenne, ist FIFA. Vielleicht CS mal gesehen im Stream, aber sonst kenne ich nur FIFA. Ich habe noch nie irgendwelche Boxen sonst aufgemacht. Keine Ahnung. Ich kenne sowas gar nicht. Deswegen, ich hätte einfach nur Interesse halt, was man da so kriegt für einen Taubi. Oder so, ne? Content hin oder her. Ich meine, ich sag's dir, wie es ist. Es ist scheißegal, was ich mache. Es ist, bleibt immer die gleiche Anzahl. Plus, minus. Ja. Plus, minus 1, 2, das ist scheißegal. Darum geht's auch nicht. Ja. Ich hatte mir mehr erhofft. Das kann ich dir sagen. Das denke ich mir. Das hätte ich doch vorher sagen können. Aber... Es gab halt bestimmte Sachen, die hatten eine 1% Dropchance. Sind die gekommen? Ich dachte ja, nee, nicht immer. Doch, okay. Zweimal habe ich bekommen. Es gibt ja in dem Spiel Premium-Account, kostet 10 Euro im Monat. Mhm. Da habe ich jetzt, ich glaube, 2,5 Jahre oder so rausgeholt. Wie? Also, konnte von 2,5 Jahren hast du erkauft? Premium-Account habe ich jetzt 2,5 Jahre. Also es musste normalerweise, gibt es das monatlich für 10 Euro und da gab es eine 1% Drop-Chance, dass du 180 Tage Premium-Account droppst. Und das habe ich viermal gehittet oder so. Okay. Genau. Das sind aber auch schon 300 Euro, ne? Ja. Ja. Vom Geld her hat man es irgendwo wiederbekommen, schon. Also die Items, die ich bekommen habe, sind mehr wert als das, wenn du sie einzeln geholt hättest, aber als was ich für die Container bezahlt habe. Aber du kannst sie ja nicht mehr zurückgeben und Geld tauschen. Ne? Nö, darum geht es ja dann auch nicht. So. Aber es gab halt andere Sachen. Es ist ja World of Warships. Es gab zum Beispiel Schiffe drin mit einer 1% Drop-Chance. Die kriegst du nur aus diesen Weihnachtsloot-Containern. Das sind Schiffe, die mal ins Spiel gebracht wurden. Als Premium-Schiffe, die es also sowieso nur für Geld gab. Ja. Aber die dann so unbalanced waren, dass man sie aus dem Shop komplett wieder entfernt hat. Das heißt, sie sind im Spiel eigentlich jetzt gar nicht mehr erhältlich. Aber wenn man sie hat, darf man sie benutzen? Wenn man sie hat, darf man sie benutzen. Und sie wurden noch nicht schwächer gemacht? Nein, weil also Wargaming, das finde ich auch gut, probiert Kaufschiffe, die mit Echtgeld bezahlt wurden, möglichst so zu lassen, wie sie sind. Ja, klar. Weil der Kunde eben dafür bezahlt hat. Ja. Ist es weil ja ein Vorteil. Star Citizen, gell? Da kauft man ja auch die Schiffe mit Echtgeld. Ja, es ist scheiße. Oder du kriegst riesigen Shitstorm. Wenn ich jetzt ein Schiff kaufe, was pro Schuss 100 Schaden macht, und das wird mir so announced, bevor ich auf Kaufen drücke, und dort kostet ein Schiff, dort kann ein Schiff mal bis zu 100 Euro kosten. Und jemand gibt dann die 100 Euro aus, und im Nachhinein kommt der Game Designer und sagt, ich nerf den Schaden jetzt auf 80.
dann sagt derjenige, du, mit 80 Schaden hätte ich die 100 Euro nie ausgegeben. Ja. Da, und das ist ja 100 Euro, das ist noch günstig. Bei Star Citizen kosten die ja Tausende, manche Schiffe. Ne? Aber deswegen werden die Kaufschiffe eigentlich nicht angepasst. Oder möglichst nicht. Ist okay, ja. Hey Sky, was geht? Wenn sie dann zu stark sind, werden sie aus dem Game einfach rausgenommen. Aber wenn du sie gekauft hast und sie ganz weg sind, ist auch kacke. Also als Käufer behältst du sie. Wer sie hat, kann sie benutzen. Nur damit die Schiffe dann im Spiel nicht überhand nehmen, werden sie aus dem Shop entfernt. Okay. Das heißt, neue Leute, für die ist es nicht mehr zugänglich, wer das Schiff nicht hat. Damit aber, da gab es auch ein bisschen Shitstorm, dass die Leute gesagt haben, ja, aber das ist auch unfair. Die Leute haben jetzt das Schiff und wir kriegen es gar nicht mehr. Aber das ist bei vielen Content so, dass es nur zeitlich begrenzt erhältbar ist. Da gab es jetzt wegen OP oder wegen oder nur so ein Event ist oder sowas, ist eigentlich egal. Und das ist jetzt eben Fightfat gewesen von Wargaming. Sie haben gesagt, okay, wir bieten euch die Schiffe dann nicht mehr zum Direktverkauf an. Einmal im Jahr, wenn Weihnachten ist, gibt es Lootboxen, wo die mit einer 1% Drop-Chance drin sein können. Das heißt, wenn ihr das Schiff unbedingt haben wollt, dann könnt ihr gamblen und wenn ihr... Das freut mich, Sky, schön, ist das endlich frei hier. ...zieht ihr es raus. Ein Schiff, was eben eigentlich nicht mehr dann gibt. Genießt da die freie Zeit, freie Tage. Drin. Es gibt insgesamt, glaube ich, zurzeit 20 oder 30, die das betrifft, die es nicht mehr gibt im Spiel offiziell. Und 3 Stück davon hätte ich schon gern gehabt. Und ich hatte gehofft, dass ich wenigstens 1 davon ziehe. Aber wie es eben ist mit Lootboxen, der 1% wird ja bei jeder Ziehung neu berechnet. Ja klar. Und der 1% dann zu hitten ist... Ja, vor allem auf dem mit dem einen Schiff, ne? Ja, das ist halt nicht so easy. Weil ich würde mal ganz stark vermuten, dass du eine Chance hast, 1%, dass ein Schiff kommt und wenn es ein Schiff ist, dann... Nee, an sich, die Schiffe, die es noch... Das ist ja schon eine lange Zeit. Oh, da kannst du ja wirklich durchstarten und viele Sachen machen. Freut mich. Droppen und wenn sie droppen, dann wird ausgerollt, welches von diesen 1% Schiffen. Das ist halt random. Ich vermute nicht, dass jedes Schiff eine einzelne 1% Chance hat, weil sonst hast du ja bei 20 Schiffen 20% Chance, dass ein Schiff kommt. Also ganz grob. Nee, das ist ein Schiffspool, genau. Ja. Und wenn du die 1% hittest, dann hittest du dies, also der Pool ist in 3 Schiffsgruppen eingeteilt. Schiffe von Tierstufe 3 bis 6, glaube ich. Dann ist die Chance ja noch niedriger, und dass du genau die das nächste Schiff Gruppe ist 7 bis 9, also die größeren Schiffe. Und dann hast du noch die Tiergruppe Unique Schiffe, die es nicht mehr gibt. Hast du schon gebaut hier? Mach mal hier. Ich bin gerade am Holz ab. Dort dürfen wir jetzt bauen. Ja, es ist Endziel, da wo das Messer ist. Ich hab doch das ganze Haus einstecken, sag mal. Ja, dann mach doch. Ja, weiß ich ja, deswegen. Hier irgendwo, also 2-3 Meter von dem. Hier ist ziemlich gerade, einfach hier bald. Hier unten am Wasser, oder? Also ja, dort müssen wir mal hoch und runter rennen. Er setzt mir einfach einen punktgenauen Marker, wo ich das Haus haben soll. Oder hast du schon alles fertig, also auch die Küche und so? Nee, ich hab das roh gebaut. Wie soll ich denn die Küche bauen? Ich hatte ja nur irgendwo eine Werkbank aufgestellt. Weiß ich nicht, ich hätte jetzt... ich geh mal nach einer Höhle suchen. Ja, mach hier, da in der Nähe. Einfach hier bergab, beim Wasser hier, auf der Seite. Ich glaube, da wo du bist, muss man nur im Kreis laufen, ne? Um da hochzukommen. Hier, warte. Hier ist gerade. Ich sehe halt gar nichts. Hier ist das Wasser direkt, jo. Mein Marker, siehst du auf der Karte? Das ist rot, gelb, grün. Rot. Also beides ist, also markiert sogar, also einfach zum roten Punkt quasi. Da kann man einfach hier den Berg hoch und sind wir da. Mach nochmal eine Fackel, dann siehst du noch Licht von der Ferne. Ich hab einen Schlafsack konnte ich bauen. Ne, ich kann noch einen bauen. Zwei habe ich jetzt gebaut. Mir fehlen noch 10 Fell für den dritten. Ausdauerverbrauch. Dann grille ich mal hier. Bis du kommst. Alexa, wie spät ist es? 5.37 Uhr. Ja. Hat sie auch gemeint. Seid ihr euch einig? Ja, siehst du?
doch jetzt langsam da sein. Ups, nicht mehr im Bett. Ja, da stehe ich. Sind zwei Lagerfeuer hier. Von hier kann hier. Ich irgendwo hinbauen. Hier kannst du irgendwo hinbauen. Genau, hast du Wasser direkt. Alles ist hier. Hier ist nur noch Melonen. Auf der anderen Seite so. Vom Berg, da brennt auch ein Lagerfeuer. Da liegt irgendwie 500 Holz. Falls du welche brauchst. Und Kürbisse und Fleisch im Feuer. Achso, hab ich hier auch alles. Ich geh schon mal auf den Weg zur Höhle und schau, dass ich Eisen hole. Ich sollte meinen Baumann zumindest mehr sehen hier. Wenn wir jetzt aber alle ausloggen, ne? Der Server bleibt da. Ist nicht automatisch Tag, oder? Nein. Weil der schläft ja da. Muss ich erstmal auf sie holen. Doch, das hier wollte ich machen, genau. Wir machen alles. Passt das erstmal. So. Wie viel hast du denn im. Achso, Oxygen Low, huch. Mal kurz zuzeln hier. Habe ich. Wie viel hast du denn in der Tasche zwecks Mats noch? Genug. Alles. Wie alles? Alles. Das sieht man auch nicht. Kann sehr hoch bauen. Ja, machen wir erstmal mal das Ding, was zu ist. Dann können wir eine Werkbank kreieren. Hattest du schon eine Werkbank gebaut? So. Nee. Sonst würde ich eine bauen dann. Ein Gestein finden hier. Aber jetzt ist es schon wieder vorbei mit der Action. Also das war's dann schon wieder fast. Ja, weil wir jetzt wahrscheinlich wieder zu weit vom Spawn weg sind oder sowas. Meinst du? Ja, irgendwas, das muss irgendwas mit dem Server zu tun haben, weil alleine mit einer Dreiergruppe oder was auch immer zu zweit können alle zusammen rumrennen. Dann sind immer Tiere da. Und ja. Also wild. So. Ja, dann hast du ja genug Zeit bis zum 10.01. Survival zu spielen mit mir, Sky. Beste, ich freue mich. Das ist eigentlich kein Stein zum Abbauen, oder was? Achso, das ist so ein. Ach, hier ist der Stein. Ich sehe halt nichts hier. Ich auch nicht. Ich kann dir aber Licht machen, wenn du willst zum Bauen. Das ist halt immer unten nervig. Passt schon. Ich halte die. Ich schmeiß die Hacken einfach mal ins Haus und dann hast du Licht. Das war clever. Gell? Ich hab das Haus einfach mal. Haus brennt, ist das Haus auch hell. Da sieht man zumindest was. Liegt irgendwo ein Baumstamm unten. Ja, ich. Hier. Also, du brauchst Platz wegen dem Haus, oder was? Ja. Was baust du jetzt schon? Der tobt sich im Haus. Ich hab da mal einen Baum aufs Haus gelegt. Alter. Seht ihr, der geht wieder durch hier. Er rastet komplett aus, oder was? Naja, komplett, also. Ja, das Spaß dran, das ist okay. Das freut mich. Nur so ein bisschen anders. Wir machen halt dann so 3x3, 2x2, Ende. Und der macht halt. So 10x10, einfach, 10, ne? Ist einfach anders. Einfach anders trifft es eher, ja. Das ist keine fixe Größe. Kupfer oder irgendwas brauchen wir ja nicht, ne? Nur Eisen. Ja, für die Pfeile halt. Muss so, mal schauen. Technikbaum. Ich glaube, wir brauchen die normale. Kochstelle war mal Kanonenofen hier, oder? Ich glaube nur die Kochstelle hier. Eisen, Stein, Stockfaser. Dann komme ich zurück. Oder warte mal. Doch, Kochstelle. Das ist sogar eine Mission. Ich stelle eine Tierköder in der Kochstelle her.
Aber erstmal den Baum vom Haus entfernen. Ich dachte, jetzt kann ich schnell irgendwas hinter uns schlafen, aber bis da irgendwie ein Dach über dem Dach kommt, dauert's. Ist gleich fertig. Achso, ein Dach über dem Dach meinst du? Ja, warte, ich sehe halt hier oben nichts. Deswegen. Ich hätte da schnell 2x2 hingebaut, dass wir dann schlafen können. Ja, du kannst sofort. Ich hab Gelände einstecken, gar kein Problem. Okay, mach dir mal den Stock weg. Wo soll er erst die Selling reparieren? Achso. Ja, das war halt auch wieder doof. Die Bäume aufs Haus geschmissen hat. So, jetzt baue ich dir hier schnell die Wände. Alles einstecken. Hier ist die Treppe, ne? Also das war falsch rum. Wir brennen uns bei Lagerfeuer. Genau, da sind wir irgendwo in der Nähe. Ach hier, ihr baut hier Baumhaus. Was heißt denn ihr? Ich baue eine Schlafsäcke. Hast du einen Schlafsack? Kannst du was herstellen? Ich kann gucken. 10 Fell bräuchte ich. Warum nicht Schlafsack einen? Hergestellt. Okay. Aber dann können wir pennen. So. Wir brauchen nur ein Lagerfeuer hier oben noch. Das habe ich nicht eingestellt. Kann ich erst du machen. Brauchst. Wir brauchen. Du kannst. Ich wollte sagen, du kannst auch die Fackel hier hinwerfen, aber das lässt du bitte. Mach ich dann, wenn wir in einem Feuer machen oder hast du schon? Ich hab schon alles gut. Gute Nacht. Ich liege. Irgendwas haut nicht hin. Irgendeiner liegt nicht jetzt. So, jetzt sehe ich auch, was ich hier eigentlich baue. Hä? Ich weiß, winkt hier. So. Oh. Okay. Ach, ihr habt 3 Betten sogar gehabt? Ja. 2 habe ich gebaut. Das wäre das eine Bett gewesen, was ihr braucht, damit einer schlafen kann. Achso, das eine Bett, was uns gefehlt hätte für 3. Egal. Okay, ich habe einfach ausgelockt. Passt ja eh dann für die Tiere und so. Alles gut, ich dachte deswegen Tieren gemacht. So, Oxid steht gleich. Braucht jemand Fläschchen oder so? Brauchst du Flaschen? Ja, wäre nicht. Beide schlecht. Oder was? Ja, einmal. Und du, Fuffi, hast du Flasche? Ich hab keine Flasche. Ja, dann brauche ich dir auch noch 2 Stück. Dann passt das. Ich will jetzt hier die Pillar noch runtersetzen. Damit das Haus das, auch. Das kann man ein bisschen zuzeln gleich. Aber Wasserflasche hätte es nicht gebraucht. Was so Bauen angeht. Ach so, egal. Ich hasse das, wenn immer alles so. Man muss ja nicht immer gleich machen. Nein, ich finde es ja okay. Was ist denn Spaß denn? Das sieht schon immer cool aus. Tut es doch nicht. Ich bin ja froh, dass es gemacht wird, sonst müsste ich es halt machen, die paar Minuten und sieht immer gleich aus. Und das ist ja schon so Content hier, ne? Okay, du Paul, bin nett mit dir. Auch das schon eine Werkbank hingestellt. Ich habe noch eine Tasche gehabt, da mit damit. So, jetzt ist alles gepillert. Ach, du baust schon. Ist natürlich die Frage, wenn hier ein richtiger Sturm kommt. Rohes Fleisch und Tierfett braucht man. Also rohes Fleisch mehrfach. Wegen Tierfett. Das steht da raus. Ja, 1. Also 3 rohes Fleisch. Hier ist doch schon noch was, oder? War hier nicht irgendwo das Feuer? Bei Feuer? Feuer. 1 rohes Fleisch. Ach, 9.
Dann müssen wir nochmal Tiere suchen. Ist mal einer diesen Kürbis da, dann der verfällt gleich. Hätte ich ein Tier gesucht. Ein bisschen mehr Ausdauer. Ja, warum liegen hier eigentlich immer überall vergammeltes Fleisch rum? Regt mich jedes Mal auf. Aus dem Inventar geschmissen oder? Echt pflegt zerstören, dann ist es weg. Das wäre ja einfach. So, Tiere. Hallo, Tiere. Irgendwelche Tiere. Tiere. Die verstecken sich im Sturm, also in Zuhause. Warum nicht die Bäume vor unserem Haus wegzumachen? Muss ja nicht, das trägt ja zur zum Ambiente bei. Die macht der Sturm dann schon weg, keine Angst. Ja, eben deswegen will ich die gern vorher wegmachen. Weil der Sturm, ist meine Erfahrung, der entscheidet sich nicht so wirklich für die optimale Richtung. Bäume schützen vor Gewitter. Ja, das ist sehr gut. Die machen nämlich direkt einen Waldbrand und brennen dann das Haus mit ab. Ja, und Wetter hier, wild. Ich habe noch keine Tiere gesehen, bin schon weiter weg. Aber wir waren letztens auch hier mit Server, da waren so viele Tiere auf mich. Hier sind voll die Bären. Ganz viele Bären, Büffel und es ist voll gefährlich hier. Ich glaube, das kommt immer darauf an, wo die gespawnt sind. Ich vermute mal, dass irgendwie irgendwas oder irgendeine Aktion, die das verhindert, dass sie was spawnt. Keine Ahnung. Irgendwas wird da schon sein. Denn ich hab ja gehört, manche spielen auch so mit dem Server. Habe ich ja auch schon. Von denen habe ich ja die Idee. Oder weil du den tötest? Oder töten die den auch? Ich weiß es nicht. Das soweit, so genau weiß ich es nicht. Hab ich nur nachgefragt. Stand nochmal im Chat, dachte mir, okay, nice. Da, die Performance ist mir schon gelagert, weil du das haust. So, in welche Richtung bist du? Da lang. Geh ich mal in die Richtung. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Will ich überhaupt? Achso. B6, okay. Wie weit ist denn die Karte hier? Ist schon noch bis zum Land hier. Aber Kürbis gibt's eine Menge hier. Bis jetzt noch kein einziges Animal hier. Ich lass mich auch nochmal reloggen hier. Letztes Mal sind sie alle gespawnt, als ich off war. Also immer wieder. Keine Ahnung. Ich meine, der Server schaut ja auch zu jemanden, der muss ja das rendern auch noch. Denn das Gebiet, weißt du,
das Gebiet, bei dem, wo er liegt, ist ja gar nicht gerendert, weil er schaut jemand anders zu. Wenn ich drauf drücke, dann dauert es ja ewig, bis er lädt. Ach so. Dieses breite Geometrievoll kennst du ja, wenn du tot bist, drückst du das und ist irgendwie weiter weg, dann musst du auch laden. Ich weiß doch nicht, welches Gebiet er dann überhaupt rendert. Also nur das Gebiet, wo er zuschaut normalerweise. Oder vielleicht hat es auch irgendwas mit dem Zuschauen zu tun, dass es dann irgendwie verbuggt ist, keine Ahnung. Irgendwas wird es schon sein. Ich habe das am Anfang ja so gemacht, dass ich ins Bett gelegt und gepennt hat einfach. Aber da der verliert. Keinen Verbrauch? Ja, leider doch. Das habe ich gehofft. Ja. Leider doch. Ja, das wäre gut, wenn du dann keinen Verbrauch hättest. Das wäre eigentlich eine sinnvolle Survival-Mechanik. Ich glaube, es liegt gleich so tot im Haus. Wieso? Du? Ja. Was hast du gemacht? Wir haben kein Oxygen mehr. In dem Oxygen-Gerät einfach ran zuzel da. Flasche mit. Da sind Flaschen drin? Ja. Warum sagt er denn das nicht gleich? Sieht man sogar. Von außen. Edge. Jo. Bei mir noch nichts, bei dir? Kein Animal. Nichts. Kürbisse. Genau, da habe ich auch eine Menge von. Ach, jetzt bin ich schon hier? Wer bin ich denn gelaufen, ey? Ist denn nicht diese Höhle hier oben? Da hinten? Da hinten ist die Höhle. Hallo? Ich google jetzt mal eben, warum das nicht geht. Ja, zur Not müssen wir halt nochmal kurz alle einloggen. Also mit Server, mit allem. Weil das Gebiet wird ja gerendert, in dem wir sind. Host hin oder her. Das ist doch bei dedicated Server, so der Server ist ja auch nicht aktiv. Das ist ein anderes Prinzip. Ne, kein einziger Wolf hier. Wie viele rote Punkte gibt es denn jetzt eigentlich auf der Karte? Alle. Der andere baut immer noch. Da bin ich ja gespannt, was du bei dieser langen Mission da machst, Tufi. Oder immer wieder zwischen noch einloggst und irgendwas baust. Ja, wird Flugzeuge, habe ich ja schon gesagt. Wir haben aber keine Flugzeuge hier. Huch. Ja, das hast du gesagt. Da habe ich jetzt nicht gesagt, Entschuldigung. Huch. Ich habe da schon eine verrückte Idee. Okay. Also dann schauen, ja, kann man ja schon mal spoilern. Kennst ja so Paintball-Schießplätze. Ja. Wenn ich so eine kleine Arena bauen zum Bogenschießen. Ja, das ist ganz witzig. Klar, so ein kleines Schießevent. Am besten aber auf Hardcore machen die Mission, damit wir, wenn wir sterben, kommen ganz tot sind. Dann hat einer auch gewonnen, ist dann der König der Map. Nee, ihr dürft mitspielen, aber wer verliert euer Charakter weg. Ja. Moin Technikus. Ja, viele wegen Relocken, wir finden keine Tiere. Ich würde jetzt mit dem anderen aufstehen und spazieren gehen, aber ich kann ja nicht. Weil Hardcore und so. Aber vielleicht ist das jetzt ein Hardcore so. Keine Tiere, wir müssen Tiere finden, trotzdem Tiere, ne? Wir brauchen trotzdem Tiere hier. Hast du gesehen, wie vorne da waren? Wir haben jetzt schon Missionen auf Hardcore, da haben wir nur 6 Stunden Zeit, Technikus. Schafft man aber je nach
Spieleranzahl auch in ein paar Minuten. Und wenn du stirbst, kannst du dich nicht wiederbeleben. Sondern du musst wiederbelebt werden. Wenn alle tot sind, ist vorbei. Das ist so eine Mission für uns. Das sehe ich uns. Das mit dem Raubtier haben wir noch mal gemacht. Unsere Lieblingsmission, die schwerste halt. Haben wir einmal gemacht auf Extrem und einmal auf Hard. Oder so. Und hier ist ein Wahnsinniger. So, einfach mal 121 Bären auf dem Weg gefunden. Also Bären, nicht Bären. Ich wollte gerade sagen, ich denke, es sind keine Tiere da. So. Läuft jetzt hoch oder was zu dem? Zu dem? Ja. Ich gehe nämlich eigentlich davon aus, dass wenigstens bei ihm Tiere sein müssten. Also irgendwo müssen sie ja sein. Also dass gar keine Tiere auf der Map spawnen, das ist das, ja... Das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist heftig. Also ein paar oder weniger, ja, aber gar keine. Kannst du nicht mit der Cam zurück zu seinem Buddy gehen? Doch. Warte. Ist er? Bin ich? Da liegt auch nichts rum, ne? Also läuft rum. Ne, ich erkenne hier nichts, wenn ich im Kreis drehe. Ist auch alles auf niedrig gestellt. Doch, hier sind Tiere zu hören. Ich hab irgendwo einen Bär gehört. Es ist anscheinend aber alles gerendert. Es ist gar kein Ding. Es ist gar kein Warten. Es ist alles gerendert. Bis zu ihm. Also egal wie oft ich klicke, es muss nicht berechnen. Es ist alles da. Der Architekt war aber nie Kisten hier. Hast du gewusst, Technikus? Wenn man das Skillt auf Bauen, kann derjenige größere Kisten bauen. Voll geil. Also der dann den Skill hat. Größere Kisten. Anscheinend ist das Koch, das Feuer, er braucht auch weniger Treibstoff. Dann der Schmelzofen schmilzt schneller. Schon ultra. Hier ist jetzt auch gerade nichts mehr. Soll ich ihn mal aufheben, damit er wenigstens rumrennen kann? Meinst du, dann spawnt was? Keine Ahnung. Also rauskriegen tut man es nur über das Ausschlussverfahren. Ja, dann mach halt. Man ist ja egal, wenn der Stürmer stirbt. Ich kann halt jetzt nicht mit dem rumlaufen, so wirklich. Ja, das ist egal. Können Sie mal schauen, weil das ist halt ein Monitor, der ist halt weiter weg. Und durch diese Monitor-Switch kann ich jetzt immer umstecken. Jetzt steht der Dude hier. Hallo Tiere. Das Interessante ist, hier ist zumindest wieder Bodentexturen gespawnt, oder? Oder bei euch? Hier sind auch Bodentexturen. Also was heißt Bodentexturen? Es gibt auf dem Boden doch die Gräser, die du pflücken kannst. Und dann gibt es nochmal so eine Blätter, die über dem Boden aber sind. Das ist nur, weil du höher hast, die Grafik. Also, weil ich hatte die vorne auch nicht gesehen, halt der Tempo war und hier sind wieder welche. 12? Der Typ hat 12 Frames hier, krass. Das ist ein Spiel, ne? Krasse Scheiße.
Ich sammle mal jetzt irgendwas, was wir uns herstellen können hier. Aber es sind halt keine Tiere da. Gar nichts. Ich würde ganz ehrlich sagen, wir loggen uns alle einmal aus. Server ausloggen und dann nochmal neu starten. Wir brauchen Tiere, weil ansonsten können wir die Mission nicht abschließen. Ja, und das Komische ist, beim Server sind ja auch keine. Ja. Da hinten, doch, da ist ein Tier. Guck da hinten. Da mal, wo der Herr hinläuft. Da. Das ist ein Reh oder sowas. Ich kann mit dem auch nichts bauen oder so. Wenn du